weiter. Gibt es definitiv schlimmeres Gedöns. So, Schafe. Die werde ich dann gleich mal kurz abklatschen und dann auch dieses Schaf da vorne werde ich mal abklatschen. Und das Schaf da vorne werde ich dann auch mal abklatschen. Wo ist hier der Graben? Hier ist der Graben. Das ist schon verdammt tief. Also das wäre noch lustig, das hier anzupassen, wenn das so tief wird. Oh, aber das denke ich, werde ich auch irgendwie schaffen. Bin ich optimistisch, dass das geht. So. Dann wird hier jetzt auch noch. Das sind immer 23 Wolle, also mit jedes Mal, mit jedem Mal, dem ich hier eine Ladung Schaufel verheize, kriege ich auch ungefähr einen halben Stack Wolle raus. Und ist eine ganz gute Bilanz. Ich lasse mich zwar auch ziemlich schnell ablenken, noch neue Schafe. Bleibst du stehen? Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Mich davon ablenken lassen oder nicht. Und Schafe, Wolle kann man früher oder später oftmals brauchen. Vor allem, wenn man viele Fachwerkhäuser baut, wie ich. Das sind Schafe immer ganz praktisch. Vor allem dann, wenn man kein Schneebiom in der Nähe hat. Beziehungsweise es nicht gefunden hat. Kann ja schon sein, dass ich eins in der Nähe hätte, nur ich hab's bisher absolut nicht gefunden. Angeblich soll es jetzt ja übrigens auch schon Wetter geben nach dem Change Rock. Nur es passiert nichts. Ist hier eine Höhle? Ah ja, voll, hier ist eine Höhle drunter. Deswegen spawnen die da. Schon gut, ich baue da was. Von dem Wasser zu. Und wundere mich, dass dann eine Dummheit da spawnt. Das schafft auch nur ich, glaube ich. So eine Meisterleistung. Halt nachdenken. Ich bin nicht dumm, ich habe einfach nur Pech beim Denken. Dann haben wir Glück beim Denken und ich habe Pech. Dann gibt es Schlimmeres. Muss mir dann wirklich noch was überlegen, wie ich den Zaun so gestalte, dass der wirklich nie was rüberkommen kann. Das soll ja auch einigermaßen ansehnlich aussehen. Das Regen. Das ist vermutlich schwierig, was Cooles zu finden. Ich werde mal mein Bestes geben. Schaufel und auch noch Kompass, wenn man dort wäre. Definitiv gut kalkuliert. Das Ganze.
War natürlich alles vorher berechnet. Ich muss sagen, ich kann mich hier dann auch gleich schon mal runter. Dass da diese Ebene ein bisschen die Schaufel kaputt ist. Das ist vielleicht der einzige Grund. Oder ich brauche hier unten ausnahmsweise mal richtig zu. Das fände ich eigentlich auch mal sinnvoll. Weil. Ganz ehrlich, da unten würde so viel spawnen. Ich könnte natürlich auch einfach Fackeln nehmen, aber das wäre zu einfach. Also diese Kühe, ne? Die sind schon auch ein klein bisschen nervig. Ohaha, ja, ja, das. Der juckte es gerade am Kinn. Sehr unangenehm, kann ich dazu nur sagen. Oh. Jede Menge Zeug. So, von dem Loch sieht man jetzt schon fast gar nichts mehr. Hier war mal ein Loch. Kann ich mich nicht dran erinnern. Kühe im Hintergrund sind zum Glück echt überhaupt nicht nervig, davon mal abgesehen. So. Genau. So, jetzt sieht man von dem Loch überhaupt nichts mehr. Da war nie ein Loch, okay? Nie. Wer denn was anderes behauptet, ist ein dreister Lügner. Ich war noch nicht wirklich ein Loch. Da war vorher Sand drin. Nochmal die Schicht hier noch schnell mit der Hand weg. Jetzt müssen wir nur noch nach vorne den Stein weghauen. Und dann weiß ich nicht, was ich danach mache. Dann habe ich hier eigentlich schon mal alles erstmal auf die. Ich fange nicht auf dieser Ebene an, so drüber zu graben. Könnte man natürlich auch machen. Ja, ist irgendwie ziemlich egal, wie man das macht. Schafe, da sind Schafe. Die brauche ich. Bleibt stehen. Nee. Danke. Da drüben ist das letzte. Danke. Oder oben ist auch eins, aber das ist etwas zu weit weg eigentlich.
Das ist schon ein ziemlich krasser Anblick. Holy. Hui, ja, das wird lustig hier noch. Du meine Güte. Diese Ausmaße werden sich immer erst irgendwie im Nachhinein bewusst. So. Heieiei. Da fällt mir gerade das Polster hinunter. Das will ich natürlich auch nicht. Gut, aber ich glaube, ich mache eine kleine Aufnahmepause dann, wenn hier der Stein weg ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Glaube ich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss.